Hallo, hallo. So, bin wieder da. Noch ein Action Hall. Wie ja, versprochen, ich musste ja noch mal rüber. Ja. Und ja, dank einer YouTuberin, ich kann nicht sagen, wer es genau war, hatte ich mir heute früh ein Action Hall angesehen und inspiriert. Echt, wirklich, da hat sie mich. Und habe ich da einiges jetzt auch geholt. So. Und werde ich dann erwähnen. Erstmal so Sachen, die ich doch noch mitnehmen wollte und gestern nicht vergessen habe. Die sind ja in der Aktion, ne? 1,59, glaube ich. Fishing Set, ne? Ja. Drei Stück. Und da kann das Kind spielen, ne? Wie im Planschbecken, wie auch in der Badewanne, egal, ne? Wenn sogar im Waschbecken, wenn es so unbedingt sein muss, ne? Und ja, drei Sets, ja, das ist eins. So, und ja, und dann möchte ich mal einen Platz machen, habt ihr so eine Tischauflage oder Unterlage? Ja. So ein Deckchen, großes mit einmal eins, ne? Fand ich, wow, sehr gut. Ja, sogar einmal 11, einmal 12, einmal 10, ne? Wow, so 3 mal 12 ist 36. Finde ich, wow, ne? Ja, das wird so eine Malunterlage sein, ja, für die Kinder, ne? Auch für Erwachsene. Eine große so eine Unterstützung. Ha? Was war das denn? Ja, okay. Erstmal riesig ist, stelle ich mal links dahin. Die zwei Teile. Ja. So, und dann, ja. Das. Dazu hat mich diese Frau inspiriert. Ich habe nie gesehen, sowas. Das ist so eine Etagerie, ne, die man im Sommer dann kann echt zusammenbauen und eben schmücken. Ne? Und meine Idee wäre auch, das könnte man auch verkleiden. Aber diese bunte Etagerie, die gefällt mir auch so. Ne? Wenn es mal sein muss, ja, aber, ne? Finde ich echt eine tolle Idee. Super, ne? Hier ist, wie man aufbaut. Ist ein feste, so ein feste. Hast du die Chipboard, Karton, ne? Und da, ja, ich bin eben die Batteries und ja, 99 Cent, so ein Teil. Echt, da kann man echt und so Geburtstag feiern oder Party mal oder überhaupt brunchen oder ja, was man so alles, ne? Vielleicht mal spontan macht oder und das, ne, ist echt. Ja, die haben zwei Farben. Tropic, ne? Und finde ich, wow, sind echt da. Heute Frühdach, ja, dann, nachdem ich das Video gesehen hat, die hat da echt einige Tipps gesagt und gezeigt. Dachte ich, da musste ich hin und musste erst mal suchen, wo das ist in der Geschenkeabteilung, ne? Diese ganze Geschenk Papier und so. Und da liegen die 99 Cent, ne? Unglaublich. Echt lieben Dank an diese Dame. Ja, so. So, dann habe ich so einen Kinderrucksack gekauft. Mein Enkeljunge 3 plus ist er längst schon jetzt und ja, bekommt er diesen Rucksack Emojis. So, was kostet der? Ich glaube, der war so 3,99, ne? Finde ich echt schön. Super. So, dann habe ich einen
einfach einen Zeichenblock geholt. Ich glaube 99 Cent. Oder? Ah ja, die Zeichen- und Malunterlage, Größe 45, 65, 89 Cent, ne? Diese riesige. Das war so, dann habe ein Päckchen. Söckchen mal wieder, dass ich so ein Vorrat habe, wenn es mal sein muss. Für den Fall. Und auch so für Hand und Gesicht, ne? Feuchttücher, naja, da kann man sich denken, ne? Das kommt mal alles vor. Und ja, sind 0% Waffe, 40 Stück. Auch so ein Verschluss, ne? Mit Verschluss, dachte ich, dann hole ich mal. Ja. So, ah ja, dieses Teil ist in der Aktion. Eine universale Halterung. Man hat ja einige Halterungen schon, ne? Echt. Aber dachte ich, ja, ich glaube 1,69. Ja, Smartphone-Halterung. Auto-Universal. Sau knapp. 1,69, genau, ist in der Aktion. So sieht's aus. Und ja, kann man dann an die Glasscheibe, an die Fensterscheibe da machen. Ne? So. Dann. Ja, noch ein. So, noch ein Tipp von dieser Dame waren diese Luftballons. Das hätte ich auch gar nicht gemerkt. Ne? Da musste ich echt mal suchen. Und das waren diese Blaupacken. Hellblau, so. Graublau. So. Nur in denen sind die Luftballons mit so Tierchen. Ne? Dinos und Lama und Faultier. Ne? Das ist doch echt ein Hammer. Und das war so ein echter Tipp, dachte ich, ja, das kann ja auch. Man kann so sich da was aufheben und immer mal zwischendurch so eine Belohnung oder mal die Langeweile vertreiben. Ne? Ein bisschen damit so ein kleines Buch, so ein buntes für die ganz kleine Dame. Ja, kannst du dann ein bisschen auch dran knabbern sogar. Ne? So, das von Fisher Price. So, dann habe ich für die anderen da Malbücher. Bücher, Pocket, kleine Bücher eben. Und das sind so drei Themen, drei Farben, ne? Und eben, ja, zum Ausmalen ist da einiges drin, ne? Genau, auch für die, gegen die grüne Langeweile. So, und das ist eben das auch, ne? Das Bauernhof. Und dann und noch Meeres. Meeresthema, ne? Ja. Und so, die sind, glaube ich, auch was waren die denn? 65 Cent. Malbuch zum Mitnehmen. Genau. Genau, absolut. Ja. Ah, die Feuchttücher. Oh, Entschuldigung. 69 Cent. Ne, 68 Cent. Warte mal. Teddy Care Baby Feuchttücher. 68 Cent, genau. Und dieses kleine Büchlein, glaube ich, war auch 99 Cent. Ja, Fischer-Preis Kartonbuch 99 Cent. So. Ja, ich habe mich da auf dem Basteltisch niedergelassen. So, und dann noch das. Habe ich noch ein paar entdeckt, Größe 27, hoffe, werden passen für den Fall. Und ja, diesmal habe ich jetzt noch von der Sorte, ich hatte ja schon mal gezeigt, ganz günstig waren die
Mit Seestein, 2 Pack, 2 in einem Frischbauer, 99 Cent, ne? Und bin echt begeistert, sind sehr gut. Habe jetzt noch eine andere Sorte. Diese sind Apfelwolle, ne? Und auch noch diese Magnolia, ne? So. Finde ich echt gut. Nicht so teuer, aber die tun ihren Job echt gut. Weil manchmal kaufe ich diese teure, aber ruckzuck sind sie alle, aber dass die was wirken, weiß nicht. Bin ich da irgendwie nicht überzeugt. So, und da steht es ja auch 2 in 1, auch reinigen, auch Duft und so, ne? Ja, wieso auch nicht. Habe ich die jetzt mitgenommen. Und ja, und das, was ich da, was ich brauchte, das wollte ich holen. Danach bin ich auch echt hingegangen wegen denen. Diese 20 Liter, ne? 10 Stück und 89 Cent, ne? Weil es sind schon echt da, wo ich woanders war, denke ich, naja, da sind sie echt günstig. Für die Biomülltonne, ne? Ja, so, das war mein Einkauf. So ein sommerlicher partymäßig und so weiter, ne? Fröhliche Sachen. Okay, die Freude machen. Gut, so, dann danke fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Tschüssi.